Ja! Hallo, toi, toi, toi! Warum keine Fragen stellen? Halt das Mikro schon mal rein. Warte mal. Kurz, ganz kurz. Otto, wie gefällt dir die Ausstellung von Otto? Kommt zusammen. Otto daneben. Begeistert, die Menschen. Dazu sprachlos. Yes, yes. Obwohl, ja, eigentlich war ich schon gesehen. Ich habe eigentlich gesehen. Und so. Und viele Freunde mit Manuel Reif und mit Vorfeld schon. Und so, ne? Ja, die Flinkstricher, ne? Ja, ne? Die Flinkstricher sind unterwegs. Die Flinkstricher sind wieder da, ne? Ich habe so viel gelernt bei den Jahren. Und ich, von dem man ja auch sehr viel lernt. Die mein Name war Gerhard Köseberg. Ja. Aus dem 13. Ja, genau. Ja, genau. Ja, das weißt du doch. 13. Sonnensystem. Und Pö. Das ist ja früher mal. Da spielt in der Ränder mit. Ja, ja, genau. Spielt da war ich ein Dancer und ich war ein Kind. Aber ich muss immer schauen, ne? Also über die Jahrzehnte, die Jahrhunderte, ja, ne, wir beide. Ne? Ja. Ich bin ja ein Hitzner. Die Hitzner, fünf Striche. Machst du mal bitte ein Foto von uns? Ich kann euch ein Foto machen. Das ist die absolute Weltpremiere. Otto Walkes zeigt seine erstklassige Werke. In Hamburg bei uns bei den Walkes Galerie. Schauen Sie sich diese genialen Bilder an. Klassisch oder modern. Art mit Ottos Witz, Ideenvielfalt, Charme und vor allem Können lassen diese Otto-Meisterwerke werden. Entstehen. Es ist für mich ungewohnt, so eine Galerie und das ist ja krank, dass meine eigenen Bilder ausgestellt werden, was auch in mir geht. Das Schöne ist natürlich die Rahmen. Die Familie Rahmen ist ja seriös und das verwirrt mich natürlich ein bisschen. Und es sind unterschiedliche Techniken. Wenn Sie irgendwelche Fragen jetzt haben, dann können Sie die jetzt stellen. Ich stelle mich Ihre Fragen zur Verfügung. Technischer Art, künstlerischer Art, menschlicher Art. Bin jetzt hier, ich werde hier sein, wenn du kannst auf die Galerie führen, kannst du in einzelnen Stellung nehmen. Wenn Sie um irgendwelche allgemeinen Themen haben, dürfen Sie mich jetzt fragen. Sie dürfen mich auch anfassen, bitte über die anderen. Also bitte, irgendwelche Fragen, was vielleicht diese interessante Art. Ich möchte mich bei Herrn Renners bedanken. Ich hätte es nicht gemacht, aber Udo hat auch gesagt, komm, das musst du machen, du zeigst schon so lange auf die Fahnen und bist immer noch Alpha von. Deshalb haben wir schon viele Musik zusammen gemacht. Er sagt, mach das doch mal. Ich sage, was ist das denn, wenn man auf die Kasse kommt, was ist das, mach das bitte in Hamburg. Ich sitze jetzt mal. Udo kommt auch gleich und wird sich auch noch ein paar Bilder angucken, dann kauft er mir eine Frage ab. Jedenfalls, wenn Sie jetzt irgendwelche Fragen haben, bitte zu den Bildern, zum Themen, dann können Sie jetzt, bin ich bereit, hier darauf möglichst treu zu antworten. Der Stil ist entscheidend, bei mir ist immer, ich habe meine Bilder in Tee getränkt, in der Badewanne getränkt, das ist ein Riesentee. Dadurch wird sie etwas jugendfreier als irgendwie so ein bisschen wie die Corella. So sind wir so begrenzt darauf. Das ist das Problem auch schon beseitigt. Und durch die Tee, auch die teegefärbten Blätter, die Sie sehen, kann man natürlich Zeichnungen mit Wasserfarben anfertigen und mit leicht mit Eisenbraten. Rotwein geht auch gut, das ist die Experte. Das freut mich, ja. Rotwein ist auch gut, aber ich nehme den Moment Tee. Und das Erste gibt diesen blauen Effekt, wenn du da drauf zeigst und der plötzlich mit Weißhöhe kommt und dann die Farbe lasiert, darunter liegt, hast du so ein gewisses Stoff, ich glaube, kannst das Licht von hinten, also ganz toll, das kann man gar nicht wieder aufhören, wenn man so mit der Schichtenmalerei, von mir mal studiert, wenn ich einfach zu meinem Kleider mal. Und das macht sehr, sehr viel Spaß. Das ist eine ganz hübsche Technik, das kann nicht jeder von sich kaufen, sie gezogen sind Papier. Bei mir. Die Frühstückseier esse ich weich. Ich bin nur ein kleiner Friesenjunge und ich wohne hinter Teich.
ich zeig dir meinen Eiffelturm, denn der steht gleich in die Dom. Stimmt, oh, mit einem Friesenjob. Thank you.